So Leute, willkommen zum fünften Spiel der Gruppe F. Fly Yoshi kämpft hier gegen King Alex. 1, 2, 3, 2, 4, 1. Final Destination. Alex mit seinem altbekannten Main Ike und Fly Yoshi greift wieder zu seinem aus dem Kampf gegen DK bekannten König DDD. Und wirft direkt einen Waddle-Doo. Ja, mit mir kommt der Waddle-Doo. Der Waddle-Doo. Waddle. Ah, ich bin gerade aus der Stage geflogen. Jetzt bin ich hier okay. In der Kommandozentrale. Ich hol mal noch jemand rein. Hallo, Jan. Hallo. Ja, ich bin gerade aus der Stage geflogen. Jetzt ist er auch hier. Und ich bin mal gespannt, ob sich... Ja, wie gesagt, Chosen war ja echt eine Überraschung. Auf einmal andere Charakter, ein kompletter Unterschied zum vorherigen Kampf. Mhm. Wollen wir doch mal sehen, Yoshi dagegen ist weiterhin bei King Didi geblieben. Und wollen wir noch mal gucken, ob er mit Alex mithalten kann. Ich weiß nicht, ob er Alex oder Alex ausgesprochen werden will, weil King ist halt Englisch, deswegen würde ich zu Alex tendieren, aber... Keine, wow, was? Ich habe gerade nicht aufgepasst, was passiert. Ja, King DDD war im lebensgefährlichen Prozentbereich für Ike. 30. Nee, ich glaube, er hat ein bisschen mehr gehabt. Jo, auf jeden Fall, Fly Yoshi verliert sein erstes Leben. Hi. Relativ schnell. Und man hat es eben auch kurz gesehen, was wir im letzten Kampf von Fly Yoshi angesprochen haben mit dem, mit der Rettungsattacke von DDD, das doch recht angreifbar ist, weil er selbst nachdem die Sterne weg sind, kann er sich mal noch nicht direkt ganz bewegen, ganz schnell. Deswegen kann man vor allem jetzt mit Ike das echt ausnutzen, mit seiner Attacke da richtig reinzuhauen. Oh ja. Ich meine, gut, er hat jetzt auch schon gefährliche Prozente für DDD, aber... Ja, das ist auch wieder so, wie bei Ike gegen Ike halt, dass DDD auch sehr gut reinknüppeln kann. Ich wusste, dass er das machen würde. Ich habe schon gesehen, weil er stehen geblieben ist. Schön. Ja, aber ganz im Ernst, das sieht übel aus für Yoshi. Oh, da hätte ihm eine reinhauen können. Mit dem Ike. Sehr gut. Das muss eigentlich noch ein bisschen mehr wehtun, weil du mitten im Speed gerade plötzlich so ein Ding ins Gesicht bekommst. Oh. Ja, und genau da wurde es schön gezeigt. Danke, dass wir das mal gesehen durften, wie man, ja, schön, schöner Rache-K.O. So, ich wollte noch irgendwas sagen, genau diese Rutschattacke. Ich finde, aber da muss ich ehrlich sagen, finde ich, benutzt die ein bisschen komisch. Genau diese Attacke. Mhm. Weil die halt besser ist, wenn man die auf dem Sprung macht, weil man dann keinen Landelag hat. Okay. Aber gut, Ja, wäre praktisch. Und man hat es eben halt gesehen, was du, glaube ich, wo du den Satz gerade anfangen wolltest, mit der Rettungsattacke von DDD. Richtig. Sobald du an der Spitze bist und nicht mehr unbesiegbar, dann, ja, tot. Also ich würde sagen, Alex macht sich als Gruppenführer wieder alle Ehre und es wäre nicht falsch anzunehmen, dass er vermutlich der Erste ist, der sicher ins Achtelfinale einzieht. Überspringen war das Achtelfinale direkt. Ist er nicht eigentlich schon sicher drin, wenn er diesen Kampf jetzt gewinnt gegen DDD? Also nur diese eine Runde mit 6 Punkten dann? Er hätte dann 6 Punkte, lass mich nachdenken. Chosen Nobody hat... 4. Ne, 3. 3. Also könnte höchstens nochmal 3 rausholen. Und Fly Yoshi hat jetzt gerade 2. Ja gut, wenn Fly Yoshi jetzt diesen Kampf und den nächsten auch komplett gewinnt... Ne, Moment, geht gar nicht. Moment, wer Chosen Nobody, haben wir gesagt, hat 4 Punkte. 3 Punkte, oder? Ja. Ja, ich würde sagen, wenn er den gewinnt, ist eigentlich sicher weiter. Weil, wenn Fly Yoshi... Ne? Genau, Fly Yoshi könnte hier dann noch 2 aus dem anderen noch 3 holen, hätte er 7. Und Chosen Nobody hat 3 und könnte aus dem anderen nochmal 3 holen, hätte er 6. Aber das kann halt beides nicht gleichzeitig passieren. Richtig. Da können entweder vielleicht noch 6 und 4 Punkte oder so, also... Ja, auf jeden Fall, eins sicher, ich glaube, der Alex ist im Achtelfinale, außer er verliert jetzt noch gegen DDD. Das dürfte ich mir aber recht schwer vorstellen, dass er jetzt noch verlieren könnte. Vor allem, nachdem das Spiel jetzt rum ist. Also ich würde sagen, King Alex ist vielleicht nicht zu... Oder? Zu 100%? Also, er ist auf jeden Fall so ziemlich weiter, jetzt. Ja. Ich wollte schon sagen, warum gehst du nicht raus? Ich schluck mich mal an. ja. Ich würde mal sagen, ob er nun weiter ist oder nicht, entscheidet sich jetzt. In dieser Runde. Also ich glaube, wenn er hier gewinnt hat, dann ist er auf jeden Fall weiter. Also mit 7 Punkten auf jeden Fall. Das kann man nicht mehr überbieten. So, auf jeden Fall greift Yoshi wieder zu seinem Yoshi, der ihm gegen DT...
der ihnen gegen Kane nicht besonders hilfreich war. Mal gucken, ob er ihm hier mehr Zuverlässigkeit bietet. Mhm. Wenn Ike gerade im Ether ist, kann man ja nicht davon abbrechen? Also wenn er das Schwert schon hochgeworfen Nein. hat? Nein. Das ist dann so ein... Wie hieß denn das nochmal? Es gab einen Begriff dafür, ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, Alex vertraut weiterhin. Für Attacken, die nicht mehr abgebrochen werden können, oder? Ja, richtig, da gab's irgendwie einen Namen für. Wow! Wow. Und da flog das erste Leben. Alex vertraut natürlich auf seinen Main, also... Ja, warum auch nicht? Ist ja nichts Falsches dran. Ich sag ja nur, ich hab's schon mal gesagt, never change, ne? Ja, ja. Wenn du mit einem Charakter einfach so unglaublich gut bist, warum sollst du ihn ändern? Richtig. Na, ich weiß halt, dass viele Leute wieder schreiben, der nimmt immer den gleichen. Aber weißt du, was irgendwie auch interessant ist in dieser Gruppe? Was denn? Ach, die Stage-Wahl. Ja, Final Destination fast nur. Okay, ich bin ziemlich sicher, dass Alex da von seinem Einzug nicht mehr abzuhalten ist, ganz ehrlich gesagt. Wenn er vielleicht mitrechnet, denkt er sich, für den letzten Kampf kann er vielleicht noch einen anderen Funchar benutzen, weil es dann eh egal ist, ob er... Obwohl, er weiß ja nicht, wie die anderen Kämpfe ausgegangen sind, er weiß nur seine eigenen. Mich würde echt mal interessieren, aber ich glaube nicht, dass er von Ike die Finger lassen kann, sag ich mal. Ja, wenn er schon so gut damit spielt, hat er bis jetzt nur einen einzigen Kampf verloren. Richtig. Von... Bisher 7, jetzt ist ja gerade sein 8er. Glaubst du, Yoshi wird hier noch ein Leben abziehen? Ja, könnte ich mir gut vorstellen, wenn er ihn glücklich erwischt. Unglücklich erwischt. Das war so vorhersehbar. Warum weichst du da nicht aus? Mann. da ist er schön reingesprungen. Er trifft immer wieder einfach. Also es wird noch eng hier. Ich muss echt sagen, ich meine, bei Kampf gegen DK hat man es gesehen und hier auch wieder, er ist irgendwie mit DDD doch besser. Hab ich so das Gefühl. Ja, kam mir auch jedenfalls so rüber. Dass er, vielleicht kann er halt eben besser mit Charakteren spielen, die halt gute Durchschlagskraft haben, wie DDD. Durchschlagskraft. Jedenfalls wird das hier noch eng, ob wir ihn überhaupt... Und tschüss. Ja. Damit würde ich sagen, können wir jetzt auch sagen, Alex ist jetzt schon sicher im Achtelfinale. Richtig, er hat 7 Punkte und das ist unmöglich aufzuholen für die anderen beiden. Genau. Also für DK sowieso nicht mehr. Ja, vor allem jetzt Flyyoshi kann jetzt hier allerhöchstens noch einen Punkt rausholen und 4 aus dem nächsten. Er hat davor 2 gehabt, macht 6. Kann nichts mehr aufholen. Also eigentlich ist jetzt, entscheidet dann der letzte Kampf, dann wer der Zweite ist. Und Chose Nobody kann auch nur 6 Punkte insgesamt haben. Richtig. Ja. Also Alex, Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Woo. Aber ich muss sagen, verdient. Ja. Der hat hier echt am stärksten gekämpft aus seiner Gruppe. Auf jeden Fall. Also technisch sowohl auch so kämpferisch an sich. Ah. Schön zu sehen. Auf jeden Fall greift er wieder zu DDD. Genau die gleiche Reihenfolge wie bei DK. Ich bin mal gespannt, ob er was anderes ausprobiert. Nee, Quatsch, nicht gegen DK. Da hat er doch. Gegen DK auch. Das war DDD, das DDD, ja mit Twin Link. Fly Yoshi. Ja, er setzt Fly Yoshi ein. Oh. Ein Kampf bleibt ja danach noch, den wir dann. Können wir schauen, wie es denn da von der Auswahl aussehen wird. Weil Chosen Nobody hat uns ja gut überrascht im Kampf gegen Alex. Im letzten. Ja, definitiv. Es war echt schön. Und gerade führt Yoshi nicht zu knapp. Also wenn er jetzt noch das erste Kill macht, dann hat er auf jeden Fall schon mal den mentalen Vorteil. Ja, und der ist auch verdammt wichtig, finde ich. Ja, weil dann denkt der andere, oh scheiße, ey, ich hab Leben verloren, ich kann nichts mehr. Und dann lässt Wobei andersrum könntest du dann vielleicht wieder denken, dass du vielleicht etwas in Sicherheit wiegt und vielleicht so etwas unachtsamer wird. Nein, ich weiß ersten nicht. Kill ich hab eher Erfahrung mit an dem anderen gemacht. Und da Zack. Hat er seinen ersten Kill. Da hat er den Mentalvorteil, den ersten Kill, legt die schlafen. Freut sich. Und macht einen Sprung. Mal gucken, wie er das jetzt ausnutzt. Ob sich Alex überhaupt davon beirren lässt. Oder er sagt, lauf ich mal so. Vielleicht sagt er sich ja auch, ich hab Leben verloren, scheißegal. Leben, ich hab Leben verloren. Jetzt verprügle ich ihn deswegen. Wow. Und hau ihn mit dem Konter raus. Fast. Ich wette, er macht's nochmal.
Das wird jetzt so weitergehen. Er lässt sie nicht mehr rein. Ja, du willst hier rein? Ich denke nicht. Wie geil! Nein! Cool. Traurig, schade. Das war sehr schön. Hättest du ihn eigentlich so retten können an die Kante noch damit? Ja, wenn er schnell genug oben losgelassen hätte. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht nicht ein bisschen zu tief dafür war. Mhm. Auf jeden Fall, jetzt der zweite Kampf ist noch relativ ausgeglichen. Der dritte Kampf. Ja, das werden wir mal sehen, ob er hier nochmal sagt, sich so, jetzt freue mich ab. Auf jeden Fall wäre das dann cool, weil, dann hätten die anderen beiden 3 Punkte, ne? Ja, und dann wäre das viel spannender. Richtig, das heißt, es zeigt sich, ob es Fly Yoshi sein wird oder Chose Nobody. Nur für einen ist es bereits gelaufen. Ja. Der arme Decay. Das letzte, ne? Ja. Wobei, und er könnte gleich auch mit Fly Yoshi sein, wenn er jetzt verliert. Wenn Fly Yoshi jetzt alle Kämpfe verlieren würde, hätte er ja auch 2 Punkte wie Decay, aber oft ist halt so dann erst, dass so die direkte Begegnung zählt. Wenn Decay gegen Fly Yoshi verloren hat, was leider passiert ist, dann hat, ist Fly Yoshi halt höher. Ja. Genau. Gut, Decay, du bist letzter. Sehr gut. Es ist trotzdem noch ausgeglichen hier. Ja, beide sind im tödlichen Bereich. Mal wieder. Wie eigentlich bis jetzt so im jedem ständigen Kampf, ey. Immer, ja, 80%, du bist schon des Todes fast. Dann räumt er ja aber auf. Guck mal, man könnte die Waddle, diese Waddle Doos und den ganzen Kram mal echt gut als Schutzschild für den. Wie heißt die Attacke eigentlich von Ike? Ich hab keine Ahnung. Seine benutzen. Sprintattacke da halt, wo er seine Flug, Sprint. Gleit, Rutsch. Seine Attacke, seine schnelle. Genau. Seine, ich hau dir in die Fresse aus 10 Meter Entfernung. DDD hat natürlich den Vorteil, dass er schwerer ist als Ike, sag ich mal. Aber. Wobei er eigentlich bei aussieht wie einfach nur so ein dicker Ballon, wo ist da Gewicht drin? Das ist alles Fleisch. Und das war's. Zack. So. Ist ja noch ein Leben, also. Ich sehe gerade, wie kurz das Video ist. Ah! Ah, schwarz! Ah! Moment mal. Wenn ich gerade auf die Videozeit schaue. Ja, genau das meine ich gerade. Okay, da kann ich mir wahrscheinlich denken, was gleich passieren wird. Ja, bam. Ich glaube, das wird ein Treffer. Ja. Ja. Gut. King Alex. King Alex ist weiter. Nochmal 3 Punkte mit 8 Punkten. Eindeutig der Gruppensieger. Glückwunsch. Mhm. Wollen wir nochmal sehen, wer noch weiterkommt. Ciao. Tschüss.